Willkommen zur Episode 85 von Forscom Talks, meinem Videospiele-Podcast. Wir haben in dieser Woche tatsächlich, endlich, man glaubt's kaum, mal wieder ein paar mehr News, über die wir sprechen können. Wuhey! Aber bevor wir das tun, sprechen wir noch über die Spiele, die ich in dieser Woche gespielt habe. Wir starten Plate's Week in dieser Woche wie gewohnt mit World of Warcraft. Ich hatte es schon ein bisschen angekündigt, ich wollte meine ganzen Level 90 Charaktere endlich auch auf 100 bringen und dementsprechend der untote Death Knight ist jetzt von 95 auf ebenfalls 100 gesprungen und mir ist erst danach aufgefallen, dass das zum ersten Mal wirklich war, dass ich diesen Charakter gelevelt habe. Das war nämlich der Charakter, den ich dank Warlords of Draenor halt auf 90 geboostet habe. Und klar, ich habe schon vorher ein bisschen gelevelt gehabt, aber ich glaube auch so zwei oder drei Level-Ups waren rein durch die Garrison und erst jetzt das Ende, die letzten fünf Level, waren wirklich durch reines Questen. Und ich muss wirklich sagen, der Todesritter, als er damals rausgekommen ist zu Wrath of the Lich King, wo er noch als Heldenklasse betitelt worden war, war damals bei weitem stärker. Damals war er definitiv übertrieben stark, aber mittlerweile, es ist definitiv ein Unterschied gewesen. Ich habe mich definitiv schwach gefühlt an gewissen Stellen, wo es wirklich war, ich habe gegen einen gekämpft, habe all meine Seuchen und ähnliches draufgeworfen gehabt, habe all meine Angriffe reingedrückt gehabt und der Gegner hatte dann halt noch 75% seiner HP und da dachte ich mir auch so ein bisschen, ha, die anderen Klassen fühlen sich bei weitem stärker an. Das Gute ist definitiv, da man Blutskillung ohne Probleme auch als DPS nehmen kann, das ist ja ursprünglich die Tankskillung, man geht so überhaupt nicht drauf. Man hält super viel aus, man hält mehr aus als in den anderen beiden Spezialisierungen und man hat Skills, mit denen man A, Schaden wie immer anrichtet, aber sich auch B, heilen kann. Also draufgegangen bin ich nie, aber die Schadensausteilung war extremst niedrig. In dieser Woche habe ich logischerweise auch etwas mehr XCOM gespielt gehabt. Hier ist aber nicht ehrlich zugegeben allzu viel passiert, zumindest nicht allzu viel, was man wirklich hervorheben kann. Außer eine Sache wieder, und zwar wir hatten wieder einen Kampf gegen Exoid gehabt. Und zwar waren wir an dieser einen Tankstelle, die hatten wir damals in dem Let's Play auch gesehen gehabt. Wir standen hinter der Tankstelle, konnten durch das Gebäude durch, dann kam die Tankstelle, dann kamen so ein paar LKWs. Ich glaube, da waren wir auch zum allerersten Mal auf Kristallite gestoßen. Und bei dieser Mission war es der Fall, dass wir wieder eine Hacking-Zone hatten, die wir beschützen mussten und die hat sich bei den Tanksäulen befunden. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schwere Aufgabe, zum Teil logischerweise, wenn irgendwelche Explosionen passieren, dann explodieren die. Aber nicht nur das, da sind, man muss ja wissen, in dieser Hacking-Zone ist ein spezieller Gegenstand, den man halt bewachen muss. Und dieser Gegenstand steht in der Nähe von einem Fahrzeug und wenn das Fahrzeug explodiert, geht auch dieses Ding flöten. Das heißt also, selbst wenn man diese Hacking-Zone komplett verteidigt, wenn das Fahrzeug explodiert, wie so das dieser Gegenstand selbst kaputt geht, dann geht diese Hacking-Zone auch so flöten. Und dementsprechend, da war so ein bisschen immer, muss man aufpassen, weil die Gegner ja auch Granaten und Raketen und ähnliches nutzen. Jedoch in dieser Mission kam die so überhaupt nicht zum Zug. Ich hatte nämlich zwei Mechs mitgenommen gehabt und Exoid hatte so überhaupt keine Chance. Die kamen da zum Teil mit 6, 7 Leuten an und haben sich alle hinter Autos und diesen Zapfsäulen versteckt gehabt. Und das war natürlich super angenehm. Ich hatte die beiden Mechs, die Granatwerfer hatten. Ich hatte mindestens noch eine weitere Klasse neben dem Engineer, der ebenfalls Alien-Granaten am Start hatten. Alien-Granaten haben wir leider auch nicht gesehen. Die Dinger sind extrem stark und die machen, glaube ich, Standard 7 Schaden. Und dann kommt nochmal das Fahrzeug oder die Zapfsäule hinzu, die ebenfalls nochmal Schaden macht. Das heißt also, die sind super schnell draufgegangen und egal, was da noch an Unterstützung kam, die sind immer sofort draufgegangen, weil ich wirklich jede Ecke abgedeckt habe und dementsprechend, das lief richtig geil. Ein Spiel, das ich eigentlich auch schon in der letzten Woche gespielt habe, aber dann vergessen habe zu erwähnen, ist Hearthstone. Das war ein Spiel, das ich vor langer, langer, langer Zeit gespielt hatte, und zwar als es rausgekommen ist, und ich wurde mit dem Spiel nicht wirklich warm. Ich hatte andere Trading Card Games gespielt, gab wie Yu-Gi-Oh!, Pokémon von mir aus oder Magic the Gathering, und die hatten Mechaniken drin, die mir einfach damals besser gefallen hatten. Was ich jedoch bei Hearthstone nie aufgehört hatte, sind Videos oder Streams zu gucken. Und in einer gewissen Zeit, und zwar letzte Woche im Endeffekt, habe ich mir gesagt, das Spiel gibst du nochmal eine Chance. Und zwar eigentlich aus einem Grund. Und zwar jedes Mal, wenn man einen gewissen Rang in Ranked-Modus schafft, kann man einen Kartenrücken bekommen und der für diese Saison sieht richtig, richtig geil aus. Da habe ich gesagt, jetzt ist die ideale Zeit. Du hast zwar nur noch 2 Wochen, um diesen einen Rang zu erreichen, aber wenn du in das Spiel reinkommst, vielleicht ein halbwegs gescheites Deck zusammenbaust, dann könntest du das erreichen. Also bin ich hingegangen, habe alle Klassen grundsätzlich erstmal so ein bisschen Deck erstellt, habe die auf Level 10 gegen die einfache KI gebracht, was definitiv nicht allzu herausfordernd war, denn die machen dann doch hier und da noch einige starke Fehler, wo man dann doch wiederum sagen muss, die stellen sich einfach nur doof an. Also habe ich gesagt, okay, bevor du dich jetzt online stellst, wo dann vermutlich die richtig Guten sind,
gehst du nochmal hin und versuchst, die fortgeschrittene KI herauszufordern. Und, oh boy, das lief so überhaupt nicht. Aber da denke ich auch so ein bisschen, dass die so ein bisschen cheatet, dass die vielleicht so ein bisschen die richtigen Karten bekommt, schon gewisse Sets vorher vorbereitet hat, um die richtig spielen zu können. Denn ich hatte mit jeder Klasse gegen jede dieser fortgeschrittenen Klassen gespielt gehabt und ich hatte so überhaupt keine Chance. Ich habe vielleicht ein oder zwei Spiele gewonnen gehabt von 9, was nicht sonderlich beeindruckend ist. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das bringt nicht viel. Andere Leute haben auch gesagt, dass da irgendwas scheinbar nicht hundertprozentig sauber ist. Also bin ich jetzt eigentlich einfach online gegangen, habe Ranked gestartet und bin wirklich, ich würde sagen, 2-3 Tage ganz bequem gespielt gehabt und bin von 25, dem niedrigsten Rang, auf 19 gesprungen. Ich musste 20 erreichen, das hat mir ausgereicht und ich bin wirklich froh. Das Spiel macht wirklich sehr viel Laune und wenn man das wirklich so ein bisschen mehr spielt, sieht man, warum das Spiel wirklich so beliebt ist, warum gerade andere Spiele, die ich damals besser fand, ich jetzt einfach nicht mehr so gut fand. Das Problem zum Beispiel, was ich ursprünglich hatte, ist, dass man sich nicht wirklich gut verteidigen kann. Klar gibt es Monster, die Taunt haben, das also die ein Schild aufbauen, wenn man an die HP des Gegners ran möchte, muss man erst diese Taunt-Creature besiegen und andere Spieler hatten bei Weitem mehr Möglichkeiten, sich zu schützen. Ist zwar, wie gesagt, nicht unmöglich in Hearthstone, aber es ist bei Weitem niedriger. Viele der starken Monster haben gerade eben sowas nicht oder andere Effekte. Und da hatte ich dann wirklich häufig das Problem, zumindest am Anfang, dass ich damit einfach überhaupt nicht warm geworden bin. Jetzt jedoch muss ich wirklich sagen, dass es bei Weitem angenehmer ist. Wenn ich gerade Yu-Gi-Oh! Sehe, man spielt ein Monster und muss dieses Monster dann opfern, um ein stärkeres zu spielen. Und wenn dieses starke Monster dann so stark ist, dass du mit egal welchem Monster du ankommst, einfach nicht dran vorbeikommst, dann hat der Gegner im Endeffekt gewonnen. So blöd das jetzt klingen möge. Bei Hearthstone jedoch, du kannst mit vielen Schwachen den einen Starken über eine längere Zeit runterprügeln. Weil wenn der Gegner 5 HP hat, dann kannst du einmal Schaden machen, in der nächsten Runde wieder Schaden und wieder, bis du ihn halt runterkriegst. In Yu-Gi-Oh! Ist es so, der Typ hat 3000 HP, du kannst ihn im einen Zug angreifen. Wenn du schaffst, diese 3000 zu knacken, ist er tot. Wenn du ihn jedoch nicht besiegst, hat er in der nächsten Runde automatisch wieder 3000. Also man kann in Yu-Gi-Oh! Einfach nicht so wirklich gut an Gegnern vorbeikommen, wo in Hearthstone, selbst mit den kleinen Sachen, kann man große Sachen besiegen. Die nächste Sache, was nicht unbedingt ein Problem war, aber es ist mir aufgefallen, und zwar die Art, wie man Monster spielt. In Hearthstone ist es so, dass man nach jeder Runde weitere Mana-Kristalle bekommt und diese Mana-Kristalle kann man halt eintauschen für die Karten, die man nutzen kann. Das heißt, man startet mit einem, nächste Runde kriegt man noch einen und so weiter, bis man dann von 0 bis 10 springt. Was bedeutet, man kann am Anfang nur Kreaturen spielen, die wenig kosten und am Ende richtig viel oder halt logischerweise mehrere kleine. Das ist eine Sache, die ich persönlich richtig, richtig gut finde, denn man wird auf die Dauer automatisch stärker. Bei Yu-Gi-Oh!, das nehme ich jetzt wirklich immer als Beispiel, weil das einer der Spiele ist, die ich am meisten gespielt habe, war immer das ganz, ganz, ganz große Problem, man musste Kreaturen opfern. Das heißt also, man musste eins spielen und dann wieder opfern. Manchmal musste man sogar zwei opfern, um ein weiteres zu spielen. Das Problem jedoch ist, man opfert sein Zeug, spielt sein Vieh, der Gegner opfert ebenfalls sein Zeug und spielt ein stärkeres Vieh, macht es tot und dann musst du wieder von vorne anfangen. Du musst wieder ein oder zwei spielen, musst die wieder opfern und der Gegner wird logischerweise nicht zugucken. Und dadurch, dass auch gleichzeitig kein Problem ist mit der HP, der könnte ohne Problem halt immer wieder mit seinen 3000 HP da zuschlagen, solange er die nicht in einem Zug verliert, geht er halt auch nicht drauf. Und da ist wirklich halt wieder, wie gesagt, der nächste Punkt. Man verliert nicht automatisch nur, weil man am Anfang eine schlechte Phase hat. Man kann theoretisch immer wieder reinkommen. Und das macht dieses Spiel meines Erachtens so richtig, richtig gut. Die beiden Klassen, die mir bisher am besten gefallen hatten, waren der Priester und der Magier. Der Priester hat nämlich eine Fähigkeit, wo er sich selber oder andere Kreaturen heilen kann. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten, seine HP wiederherzustellen, eventuell weitere Boni daraus zu ziehen und allgemein seine Kreaturen am Leben zu halten. Und wenn man das wirklich gescheit hinbekommt, dann hat der Gegner es sehr, sehr schwer daran vorbeizukommen. Der Magier hat als Fähigkeit, dass er für 2 Kristalle einen Schaden anrichten kann. Das klingt nicht sonderlich viel, macht aber zum Teil einen sehr großen Unterschied, weil man halt in gewissen Situationen eventuell ein Monster weiter am Leben lassen kann. Wie gesagt, zum Beispiel, der eine hat 5 HP und kann 5 Schaden anrichten. Du gehst mit einem los, der, sagen wir mal, 4 Schaden anrichten kann und 3 HP nur hat. Das heißt, er geht definitiv drauf, wenn er gegen ihn antritt. Aber du musst nicht theoretisch hingehen, noch ein 3-2er reinschmeißen oder ähnlich, sondern du nutzt einfach diese eine Fähigkeit und das gegnerische Monster ist besiegt, ohne dass du theoretisch 2 Monster dafür opfern musst. Oder am Anfang des Spiels, wo halt noch die schwachen Kreaturen kommen, da überlegt sich jeder zweimal, ob er ein Monster spielt, das eventuell sofort drauf geht, weil es nur ein HP hat.
Natürlich gibt es auch Klassen, mit denen ich bisher noch nicht allzu warm geworden bin. Das liegt einerseits daran, weil ich wirklich noch mit den Standardkarten spiele. Ich habe vielleicht 7 Booster oder ähnliches bisher mit Gold geöffnet. Und andererseits natürlich auch, weil ich noch nicht wirklich viel mit denen gespielt habe. Zum Beispiel der Warlock, da habe ich glaube ich jetzt 5 oder 6 Matches gespielt gehabt und ich habe 1 oder 2 davon gewonnen gehabt. Und ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, woran das wirklich gelegen hat. Die Heldenfähigkeit... Ich kann verstehen, wo der Witz ist, aber ich laufe sehr schnell in das Problem, dass ich darunter eher leide. Und zwar, man kann 2 HP opfern, um eine Karte zu ziehen. Und dementsprechend, wenn man das natürlich relativ häufig am Anfang nutzt, dann kann man sehr schnell einen Vorteil in den Karten bekommen. Man hat größere Auswahl, kann theoretisch mehr bzw. bessere Karten spielen. Problem logischerweise, man hat 30 HP, würde also bedeuten, wenn ich das Ganze 5-mal nutze, bin ich bereits auf 20 runter und... Wenn der Gegner bisher auch schon angegriffen hat und mir Schaden zugefügt hat, dann wäre das Ganze sogar noch niedriger. Und da war es dann halt in diesen Spielen sehr häufig so, ich hatte nicht sonderlich gute Karten am Anfang gezogen gehabt, habe logischerweise dadurch Schaden genommen, habe mir selber Schaden zugefügt, um weitere Karten zu bekommen. Und selbst diese weiteren gezogenen Karten haben mir dann auch nicht ausgeholfen. Dementsprechend habe ich einfach nur Schaden zugefügt und habe keine Chance gehabt, mich wirklich zu wehren. Die nächste Klasse, mit der ich auch noch nicht so hundertprozentig zufrieden bin, ist der Krieger. Da muss ich aber auch ehrlich zugeben, ich habe den noch nicht online gespielt, nur gegen die KI. Aber selbst als ich gegen die KI gespielt hatte, hatte ich meistens mit dem Krieger verloren gehabt. Und hier muss ich hervorheben, ich nutze den Basic Starter Beginner Guide von Trump. Der hat da für jede Klasse einen guten Starter-Guide hingelegt gehabt. Für die meisten Klassen fand ich es ganz gut. Für den Krieger hat es mir bisher noch nicht wirklich zugesagt. Der Witz beim Krieger ist, dass er die Heldenfähigkeit hat, sich für 2 Kristalle 2 Schutzschilde aufzubauen. Das heißt, er hat 2 extra HP im Endeffekt. Und ebenfalls kann er Waffen nutzen. Mit diesen Waffen kann er halt angreifen, würde aber dann theoretisch trotzdem Schaden von den Kreaturen nehmen. Und... so wie ich das sehe, ist wirklich der Witz, dass man halt diese Waffen nutzt, um ebenfalls halt mit anzugreifen. Dann gleichzeitig halt die Fähigkeit nutzt, sich diese Schutzschilder aufzubauen, um halt diese Sachen wegstecken zu können. Jedoch in diesen, wie gesagt, KI-Spielen hatte ich so häufig das Problem, dass ich nichts auf der Hand hatte, um wirklich Monster aufs Feld zu bringen. Und nur diese verdammten Waffen. Und ich kann nicht unendlich viel Schaden fressen, denn auch ich habe nur 30 HP. Selbst wenn ich halt jede Runde 2 dazufüge... das überlege ich auf die Dauer nicht, wenn der Gegner einfach immer mehr Monster spielt. Und dementsprechend, ich habe Krieger gesehen, die besser funktionieren, aber das Deck scheint bisher noch nicht dazuzuhören. Damit kommen wir jetzt zu den Videos, die ich in der letzten Woche hochgeladen habe. Und wir starten mit dem Video vom letzten Samstag, und zwar Heroes of the Storm. Da habe ich ein Video hochgeladen, wo ich das Spiel zum allerersten Mal gespielt habe, und zwar online, mit Rainer. Der war in der Rotation drin. Und ich denke, das Spiel lief insgesamt gut, auch wenn es wirklich schade war, wie die Partie dann im Endeffekt geendet ist. Diese eine Online-Partie jedoch hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mehr davon gespielt habe. Die nächste Woche ist gestartet, es gab wieder neue Helden in der Rotation und ich hatte 2 angetestet gehabt. Ich hatte erst Valar angetestet gehabt, das ist ein Diablo-Charakter, mit dem ich richtig gut zurechtkomme. Der ist auf einfach gestellt und wird auch von vielen als richtig, richtig stark eingeschätzt und ich kann definitiv sehen, warum. Also der Charakter hat mir richtig gut gefallen, wir haben richtig gut gespielt gehabt und wir haben meines Erachtens eigentlich ohne größere Probleme gewonnen gehabt. Danach... ich hatte nämlich das als Quest gehabt, spiele mit einem Diablo-Charakter. Gut, habe ich hinbekommen. Habe dann die Aufgabe bekommen gehabt, mit einem Warcraft-Charakter zu spielen. Und einer, der in der Rotation war, war Malfurion. Der wurde ebenfalls auf einfach eingestuft, ist aber ein Supporter. Habe mir das angeguckt, habe mir Guides durchgelesen gehabt und habe mir gesagt, okay, er ist wirklich sehr passiv, aber vielleicht kann man damit was anfangen. 2 Spiele später, ich habe das Quest damit abgeschlossen gehabt. Man muss nicht gewinnen, was gut ist, denn... das war sehr weit davon entfernt, dass wir auch nur ansatzweise gewonnen hätten. Wir hatten ein Spiel, das lief für 18 Minuten. Da hatten wir, glaube ich, 15 Kills hinbekommen. Und in dem zweiten Spiel, vielleicht waren es 10 Minuten. Und das komplette Team, wie gesagt, erste Runde, 15 Kills insgesamt hinbekommen. In der zweiten Runde, einen. Einen. Das war sehr, sehr traurig. Und ich würde nicht sagen... dass das meine Schuld war. Definitiv nicht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Malfurion sowas von überflüssig ist. Ich frage mich wirklich, ist es clever, einen Charakter zu haben, der so gut wie nur heilen kann und keinen Schaden austeilen kann, oder man lieber einen Charakter wird, der nicht heilen kann, aber Schaden austeilen kann. Dass man wirklich sagt, man verzichtet komplett auf den Heiler,
man hat Möglichkeiten, sich zu heilen. Man kann den Brunnen nutzen, man kann sich zurückteleportieren oder man kann einfach durch das Kämpfen diese Regenerations-Orbs aufsammeln. Ich denke, dass Zweiteres besser ist, aber wie gesagt, ich bin kein Pro-Spieler oder ähnliches. Also da kann ich wirklich nur aus dieser kleinen Erfahrung wirklich erzählen, was mein Fall war. Ich hatte wirklich das Problem, dass ich zwar die Leute heilen konnte, aber egal, ob ich jetzt einen Charakter geheilt habe, der wenig HP verloren hat oder jemanden, der stark am HP verlieren war, die Typen sind eh immer alle draufgegangen. Und dementsprechend, ich vermute, der Heiler funktioniert nur gut, wenn die, die er heilt, auch gut funktionieren. Ich hatte wirklich das Problem, dass es Charaktere gab, die überhaupt nichts aushalten, aber sich verhalten hatten, als würden sie viel aushalten. Ich habe Charaktere gesehen, die viel aushalten, aber dann trotzdem versucht haben, irgendwelche Bossgegner anzugreifen, wo man definitiv 4, wenn nicht sogar das komplette Team mit 5 benötigt. Und das ist leider halt so ein bisschen das Problem. Wir sahen wirklich schwach aus. Und der Witz ist, das erste Spiel, als ich es gespielt habe, wer mir auf Twitter folgt, hat das vielleicht verfolgt oder könnte es nachträglich nochmal nachgucken, der wird gesehen haben, dass ich geschrieben hatte, das erste Spiel fühlte sich richtig schlecht an. Wir haben zwar unsere Sachen versucht, haben hier und da ein paar Sachen hinbekommen, aber es fühlte sich insgesamt nicht gut an. Das zweite Spiel war kürzer, wir haben, glaube ich, auch weniger Kills abgegeben, aber wir haben auch keine Kills ausgeteilt. Und das Spiel hat sich irgendwie noch schlechter angefühlt, weil wir komplett nutzlos waren. Wir haben zusammengearbeitet, wir haben versucht, die Objectives anzugreifen und zu machen, aber nichts hat funktioniert und man hat sich einfach schwach gefühlt, man hat sich nutzlos gefühlt und dementsprechend, vielleicht ist es unfair gegenüber Malfurion, vielleicht ist er richtig gut, aber nicht in diesen 2 Spielen. Da kam er so überhaupt nicht gut rüber. Gehen wir über zum nächsten Spiel und zwar am Sonntag gab es einen weiteren Teil von GTA 5. Da ist Trevor endlich in die Stadt gekommen und hat Michael besucht und das hat natürlich sofort zu Chaos geführt. Nicht direkt, aber er hat dazu definitiv beigetragen und ich kann schon sagen, überall wo Trevor dabei ist, wird Chaos passieren, auch im nächsten Teil. Und der nächste Teil, da kann ich schon sagen, der ist so richtig gut. Also ich fand ihn geil, als ich ihn aufgenommen habe, ich fand ihn geil, als ich ihn nachträglich editiert habe, ich fand ihn geil, als ich ihn hochgeladen habe, ich fand ihn jetzt geil, wo ich darüber spreche und ich freue mich darüber, wenn ich ihn morgen hochladen kann. Der Teil hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir diese Woche auch wieder Teile zu Night of the Rabbit hochgeladen. Wir gehen langsam in der Geschichte weiter. Ich glaube, das wird sich nicht bis zum Ende ändern. Das Ganze ist sehr, sehr langsam und ich will es eigentlich nicht hervorheben, ich will es erst am Ende zu den Credits sagen, aber ich finde es wirklich sehr, sehr nervig. Die Hintergrundgeräusche zum Teil, oh mein Gott, ich würde sie so gerne abdrehen, aber nee. Ja, dieses Rumgeschmatze, dieses Rumgegene, dieses Rum, was auch immer der Typ macht, wenn er sich hinlegt zum Schlafen. Nee, das geht so überhaupt nicht in Ordnung. Die Sims 4 hatten wir am Dienstag hochgeladen gehabt, da hatten wir endlich mal wieder die komplette Familie genommen und haben sie einfach mal in einem Familienausflug zur Bibliothek gebracht gehabt. Einfach mal ein paar neue Leute kennenlernen, obwohl es bisher noch relativ übersichtlich war. Ich habe mittlerweile einige neue Sims hinzugefügt gehabt, die sollten dann irgendwann auftauchen und ich bin definitiv gespannt, was das vielleicht für eventuell neue Dynamiken reinbringt. Ansonsten, wir warten immer noch darauf, dass die eine Dame endlich erwachsen wird. Ich hoffe, dass sie vorher vielleicht auch noch diesen einen Logik-Handy-Trade bekommt, damit das vielleicht auch noch hier ein bisschen besser aushilft. Aber sie ist auf jeden Fall diejenige, die dann diese erste aktive Karriere starten soll. Und das dauert vielleicht noch einen Teil, vielleicht sogar 2, werden sehen. Und zu guter Letzt, am Donnerstag habe ich einen weiteren Teil von Cities Skylines hochgeladen. Da haben wir zum allerersten Mal gesehen, wie gut der neue Patch war, weil wir jetzt endlich Tunnels bauen können. Oder Tunnel, es gibt ja kein Plural. Und ich hatte gerade eben den Kommentar von Schattenmensch gelesen und ja, das ist so ein Verkehrschaos und ich versuche das irgendwie zu regeln. Und das sieht mittlerweile so grauenhaft aus. Also in Wirklichkeit würde da keiner zurechtfinden. Es würden vermutlich Leute geben, die dann irgendwie eine Straße finden, wie man fahren könnte. Und dann, selbst wenn die da 10 Jahre leben würden, die würden dann, wie gesagt, nach diesen 10 Jahren irgendwann den Hinweis bekommen, hey, du könntest eigentlich bei Weitem besser fahren. Und die würden nie darauf kommen, weil das ist so abartig. Man kann an einer Autobahn 5-mal abbiegen und kommt an 5 unterschiedlichen eventuellen Stellen raus. Und es ist Chaos, aber es funktioniert. Ich bin so froh, dass wir das wirklich reduziert haben. Und ich habe gesehen, als ich das nachträglich dann nochmal geguckt habe, ganz, ganz oben im Industriegebiet, da hatte ich eine Verlängerung gebaut gehabt und dann den Tunnel rein. Das stimmt da noch nicht. Ich hatte nämlich gesehen gehabt, dass da überhaupt keine langgefahren ist und das liegt wirklich daran, dass es da noch eine Einbahnstraße ist. Der Tunnel ist es zwar nicht, aber die Straße raus. Und dementsprechend, Leute sind hingefahren, aber glaubt nicht raus.
Irgendwie sowas war es. Ich habe es dann irgendwann ignoriert oder nicht mitbekommen gehabt und hatte dann nur gesehen, als wir dann unten Downtown geguckt haben im Commercial-Bereich, da sind Autos rein und rausgefahren, da hat er gesagt, okay, das funktioniert, obwohl es eigentlich so überhaupt nicht funktioniert. Aber Tunnel sind richtig gut. Und damit gehen wir über zu den News. Ich muss gleich hervorheben, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, ich hoffe schon. John Smedley, Präsident von Daybreak Games, Macher von H1Z1, gibt Cheatern die Möglichkeit, ihren Account vom Ban zu befreien, wenn sie ein Video hochladen, in dem sie sich entschuldigen. Die Idee ist grundsätzlich gar nicht mal falsch. Jedoch, warum sollte sich jemand hinstellen und sich so öffentlich lächerlich machen? Das wird keiner machen. Es gibt so wenige Leute, die wirklich aus falschen Gründen gebannt werden. Die meisten Leute, die gebannt werden, werden gebannt, weil sie wirklich gecheatet haben. Und die, die cheaten, sind nicht dumm. Die gehen hin, haben sich einen neuen Account gestellt, haben das Spiel gekauft und gehen hin, cheaten, verlieren ihr Account, erstellen einen neuen, kaufen das Spiel erneut und machen weiter. Denen ist es vollkommen egal, wie viele Accounts draufgehen, wie häufig sie gebannt werden. Die kaufen sich das wieder, machen weiter, weil sie das so möchten. Und dementsprechend, laut einem Reddit-Post, den ich ebenfalls verlinkt habe, glaube ich auch sogar von John Smedley, 5 Leute von 30.000 gebannten Accounts haben tatsächlich ein Video eingereicht. Also viele Leute machen das nicht, sie sind nicht dämlich. Guckt euch andere Spiele an. CSGO hat ein großes Problem mit Cheatern. Es werden zwar regelmäßig welche rausgeschmissen, aber das bleibt's dabei. Und dementsprechend hassen sehr viele Leute, wenn CSGO in den Sale geht, weil das bedeutet, dass viele Leute hingehen, das Spiel sich wieder günstig kaufen, um weiter zu cheaten. Und da kann man auch gleich wieder sagen, Free-to-Play kann seine Vor-, aber auch Nachteile haben. Ich persönlich finde, dass mehr Nachteile vorhanden sind, aber gut. Auf jeden Fall, das ist eine vollkommen dämliche Sache, die kein Schwein großartig machen wird, weil es keinen Grund dafür gibt. Double Fine hat sich die Rechte vom Spiel Iron Brigade zurückgeholt und haben einen Patch herausgebracht, der Games for Windows Live entfernt und mit Steam Matchmaking ersetzt. Double Fine hat in den letzten Monaten meines Erachtens zu Recht sehr viel Kritik geerntet gehabt, aber man muss wirklich sagen, das finde ich sehr beeindruckend. Sie hätten das nicht machen müssen, das war zwar damals ihr Spiel, sie haben ihre Rechte verloren gehabt und das Spiel dank Games for Windows Live hätte jetzt nicht mehr funktioniert. Das hätte denen vollkommen egal sein können, aber sie sind hingegangen, haben die Rechte zurückgeholt, haben Zeit investiert und haben das Spiel wieder lauffähig gemacht. Und da muss man wirklich sagen, das finde ich sehr beeindruckend. Die Dropraten von legendären Gegenständen in Borderlands 2 und Borderlands The Pre-Sequel wurden verdreifacht. Während ich wirklich gerne sagen würde, dass es eine nette Idee ist, muss man gleichzeitig aber auch anmerken, dass beide Spiele mittlerweile schon sehr alt sind. Dass vermutlich nur sehr wenige Leute das spielen und definitiv auch nicht mehr deswegen zurückkehren werden. Und die Dropraten, auch wenn sie niedrig gewesen sein sollen, waren das geringste Problem dieser beiden Spiele. Twitch hebt nochmal hervor, dass das Streamen von ab 18 Aufwärtsspielen nicht erlaubt ist. Bedeutet, dass Spiele, die das ESBN-Rating 18 Plus erhalten haben, dürfen nicht auf Twitch gestreamt werden. Was bedeutet zum Beispiel GTA San Andreas, Indigo Prophecy bzw. Fahrenheit und das jetzt vor kurzem rausgekommene Hatred. Grundsätzlich ist das eine Aussage, die ich definitiv verstehen kann. Lustig ist jedoch, dass Twitch in diesem Blog-Eintrag geschrieben hat, dass sie eine sichere und freundliche Community bilden möchten. Jeder, der schon mal bei Twitch den Chat gesehen hat, weiß, dass sie davon Lichtjahre entfernt sind. Und da kann man natürlich dann sagen, wenn eh sich alle wie Vollidioten verhalten, warum muss man dann bei den Spielen einen Schlussstrich ziehen? Ich persönlich finde es jedoch gut, dass man wirklich sagt, dass halt bei San Andreas nicht diese Hot Coffee Mod gezeigt werden darf, dass bei Indigo Prophecy die geschnittene Version nur gezeigt werden kann, sowie dass auch Hatred nicht gezeigt werden darf. Wir haben zwar mittlerweile gesehen, dass Hatred bei weitem nicht so schlimm ist, wie die Trailer den Eindruck gegeben haben. Da war es wirklich der Fall. Der Trailer war wirklich furchtbar, da war ich auch extremst dagegen. Aber wenn man sich das Spiel jetzt anguckt, wenn man wirklich sagen würde, dieses Spiel auf diesem Niveau darf nicht gezeigt werden, darf nicht in Steam Store oder ähnliches kommen, obwohl es ja mittlerweile wieder drin ist, dann würden auch sehr, sehr viele andere Spiele da nicht reingehören. Also dieses Spiel war definitiv ein bisschen zu sehr in die Kritik geraten, aber, und jetzt kommt wieder der wichtige Punkt, den ich auch, glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche angemerkt habe, Regeln sind Regeln und wenn Twitch das so möchte, dann ist das vollkommen in deren Recht. Und dementsprechend müssen wir uns daran halten. Zum allerersten Mal wird man in FIFA 16 mit den Nationalmannschaften der Frauen spielen können.
Man wird die Möglichkeit bekommen, mit Deutschland, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Schweden, England, Brasilien, Kanada, Australien, Spanien, China, Italien und Mexiko spielen zu können. In der Zukunft, abhängig von Feedback, wollen sie dann eventuell noch weitere hinzufügen. Was man jedoch anmerken muss, und das ist wirklich extremst traurig, wenn man sich das YouTube-Video anguckt oder die Reaktion im Internet, extremst stark negatives Feedback wurde gegeben. Was haben Frauen in Videospielen zu suchen? Und das ist wirklich traurig. Das ist ein Thema, das ich eigentlich nicht ansprechen möchte, weil es da wirklich viele Punkte gibt, die man ansprechen kann oder nicht sollte. Aber ich finde es wirklich traurig, Sachen zu sehen, wie halt gerade das. Das ist ein kleines, nettes Feature. Klar, werden viele Leute eventuell nicht darauf zugreifen. Aber dass man so ein großes Theater darüber machen muss, ist wirklich, wirklich traurig. Square Enix möchte mehrere Spiele bei der E3 ankündigen. Square Enix möchte an drei Fronten arbeiten. Erstens, vorhandene IP stärken und neu aufsetzen. Zweitens, neue IPs erstellen. Und drittens, mit Partnerfirmen zusammenarbeiten. Ich bin definitiv gespannt, was dort kommt. Ich denke, da gibt es nicht allzu viel, was man an negativen Punkten anbringen kann. Neue Sachen machen, alte Sachen weitermachen und eventuell mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Also, wenn man das wirklich so umsetzt, wie sie es gesagt haben, dann kann man sich darauf freuen. Ich persönlich warte eigentlich nur auf Just Cause 3, aber wenn sie wirklich halt auch neue Sachen erstellen wollen, könnte da auch etwas kommen, was auch ebenfalls mir gefallen könnte. Konami entschuldigt sich und sagt, dass sie den Konsolen- und PC-Markt nicht aufgeben wollen. Während das als Aussage definitiv erfreulich ist, müssen wir jetzt definitiv erstmal die Taten abwarten, denn wir müssen jetzt realistisch sein, müssen uns die letzten Wochen angucken. Sie haben Hideo Kojima rausgeschmissen. Sie haben Silent Hill abgebrochen. Der Erfinder von Castlevania ist auch nicht mehr bei Konami. Die einzigen Sachen, die wirklich funktionieren, ist deren Wellness-Sachen, deren Pachinko, sowie scheinbar Pro Evolution Soccer und Yu-Gi-Oh! Klar, das sind definitiv noch Sachen, aber wenn ich gerade Yu-Gi-Oh! Mir angucke, das letzte Spiel, das auf dem 3DS zum Beispiel bei uns rausgekommen ist, hat, glaube ich, 40% des Contents drin gehabt, also nicht wirklich umwerfend, und wenn man dann halt nur darauf sich weiter bezieht, selbst dann sollte man sich nicht allzu sehr darauf freuen. Also hier ist wirklich wichtig, bei Konami abzuwarten und gucken, was sie machen. Nicht aktuell diese Aussage nehmen und sagen, hey, alles ist wieder gut, denn davon sind sie wirklich weit entfernt, dass das auch nur ansatzweise wieder gut sein könnte. Das MMO White Star wird zum Herbst auf das Free-to-Play-Modell umsteigen. Viele Leute haben es bereits erwartet, viele Leute sind sich aber nicht zu 100%ig sicher, warum das Ganze so passiert ist. Eine Seite sagt, dass es am Anfang zu verbuggt war, zu viele Probleme hatte. Die andere Seite sagt wiederum, dass es zu sehr Vanilla WoW sein wollte. Dass sie dachten, dass viele Leute wirklich so WoW haben wollten, wie es damals war. Und in Wirklichkeit das halt einfach keiner haben wollte. Viele Leute haben einfach nicht den Endcontent erreicht, wollten sich nicht durch das Raiden durchsetzen, was einfach viel zu schwer war. War original WoW schwer, aber halt einfach zu schwer. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der wirklich Vanilla WoW gespielt hat, ich möchte da nie wieder zurückkehren müssen, aber ich würde Wildstar als Free-to-Play definitiv mal anspielen, und dementsprechend, Free-to-Play gehen ist nicht unbedingt automatisch immer eine negative Sache. Sieht man sich Star Wars The Old Republic an, die haben sehr stark davon profitiert, Free-to-Play zu gehen, und dementsprechend, wenn Wildstar eventuelle Bugs entfernt und dann Free-to-Play geht, könnte das eventuell sogar denen nochmal helfen. Der nächste Teil von der Need for Speed-Reihe wird eine Online-Verbindung benötigen. Laut der Nachricht soll die Online-Verbindung viele Vorteile mit sich bringen, wie unter anderem, dass andere Spieler Teil deines Spielerlebnisses werden können. Gleichzeitig wurde ein Offline-Modus bisher aber noch nicht bestätigt. Nachdem man gesehen hat, was mit SimCity passiert ist, ist es definitiv interessant zu sehen, dass EA ein weiteres Spiel auf diese Art und Weise rausbringen möchte. Wir müssen natürlich trotzdem hervorheben, dass angeblich Maxis sehr, sehr viel Schuld damit ebenfalls trägt. Sie haben angeblich diese Sache vorgeschlagen, haben es Greenlight bekommen und haben das so gemacht gehabt und dann halt scheinbar nicht allzu gut. Also automatisch sagen, dass das Spiel schlecht wird, nur weil es so ist, wäre falsch. Aber man muss trotzdem hervorheben, ist das wirklich etwas, was Leute wollen? Bisher würde ich ganz klar sagen, nein. Und wenn ich das lese, sage ich noch mehr nein. Dass andere Spieler Teil deines Spielerlebnisses werden können. Da fange ich persönlich schon das Kotzen an. Ich persönlich möchte mein Spiel spielen, ohne dass ein anderer versucht, dir dieses Spielerlebnis gerade wieder zu rauben. Gerade bei einem Rennspiel. Ich möchte von A nach B fahren. Ich möchte die Landschaft vielleicht genießen, die Fahrzeuge, eventuell ein gescheites Rennen fahren. Ich möchte nicht,
dass irgendjemand querfeld einfährt und auf einmal ein Burnout Paradise daraus macht und versucht, mich von der Straße zu drängen, mich irgendwie zu behindern oder ähnliches. Und dementsprechend, wenn ich sowas höre, kann ich einfach nichts damit anfangen. Würde man sagen, es gibt einen Online-Modus, wo man dann halt mit anderen spielen könnte, okay, aber das zwangsläufig so zu machen, dass jeder es so haben muss, das finde ich wiederum nicht in Ordnung. Damit kommen wir zum Ende von Episode 58. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und bis zur nächsten Woche.